Sir Crocodile und Mr. One haben sich nach dem Marineford-Krieg dazu entschieden, wieder zurück in die neue Welt zu segeln und dort ihre Stärke zu beweisen. Seitdem haben wir Crocodile nur ein einziges Mal gesehen, und zwar als er in Kapitel 903 auf das Kopfgeld von Ruffy reagiert hat, was zu dem Zeitpunkt aufgrund der Geschehnisse auf Whole Cake Island auf 1,5 Milliarden Berry angestiegen ist. Was ist jedoch das Foreshadowing von Oda von vor 13 Jahren, dass der Crocodile mit Mr. One auf Whole Cake Island auftauchen wird und Whole Cake Island versuchen wird zu übernehmen? Es wäre für mich jedenfalls eine große Unterstützung, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben könntet. Das wäre für euch nur ein einziger Klick, für mich wäre es aber eine riesige Unterstützung. Abonniert ansonsten gerne den Kanal und schreibt eure Meinung zu dieser Theorie in die Kommentare. Aber ja Leute, viel Spaß mit dieser Theorie. Shusui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Weeha! Momentan läuft seit rund 10 Kapiteln die Coverstory der Germa und wir haben erfahren, dass Niji und Yonji von Whole Cake Island nicht fliehen konnten, denn sie wurden gefangen genommen und an ihnen werden momentan Experimente durchgeführt. Dabei haben wir auf dem Cover von Chapter 1046 gesehen, dass zwei neue Charaktere anscheinend auf Chocolate Town, also auf Whole Cake Island, aufgetaucht sind, die unerwünscht sind, was man an dem Titel von dem Cover lesen kann, also zwei Eindringlinge werden hier beschrieben. Dementsprechend werden diese beiden Charaktere von einer externen Partei dazugestoßen sein. Das heißt, sie werden eben nicht verpartnert sein mit den Big Mom Piraten oder irgendwelche anderen Mitglieder sein von den Big Mom Piraten. Und weil die Leute eben wegrennen, kann man sich auch denken, dass diese beiden Personen berühmt und berüchtigt sind und sie werden wahrscheinlich auch eben keinen guten Ruf haben, weil die Leute eben wegrennen. Dementsprechend kann man sich auch denken, dass das Piraten sein müssen, und es stellt sich natürlich die Frage, wer könnte es sein? Viele Leute denken beispielsweise, dass das die Germa ist. Die Germa kann ich aber ausschließen, für mich persönlich, denn wir haben die Germa ja schon mal in dieser Coverstory gesehen und da haben auch Reiju und Ichiji beide den Raid-Suit angehabt. Dementsprechend hatten die eben auch diese Kugeln an den Füßen, und dass diese beiden Personen auf der Coverstory eben nicht Kugeln an den Füßen haben, sondern eben normale Schuhe anhaben, sehen wir hier auf dieser Coverpage. Deswegen kann man eigentlich Reiju und Ichiji ausschließen und Judge ist eben alleine und dementsprechend kann es eben nicht die Germa sein, weil hier zwei Personen dargestellt werden, von denen man jeweils den linken und den rechten Fuß sehen kann. Dazu sehen wir beispielsweise auch, dass die beiden Umhänge tragen und keine besonderen Socken oder irgendwas anderes. Deswegen kann man auch eigentlich Pedro und Pekoms ausschließen. Viele Leute haben diese Befürchtung, dass Pekoms und Pedro diese beiden Personen sein müssten. An sich wäre das Ganze eigentlich auch unwahrscheinlich, weil Pedro schon längst gestorben sein müsste, weil er sich eben geopfert hatte durch diese Bomben. Dennoch ist das Ganze One Piece und Oda lässt sich unbedingt gerne Charaktere sterben. Dementsprechend ist die Angst natürlich auch verständlich, weil das Auftauchen von Pekoms und von Pedro jetzt nicht unbedingt den größten Hype auslösen würde. Jedoch sehen wir an den Knöcheln von Pekoms, dass ja eigentlich nicht diese Person sein kann, weil Pekoms zum einen aussehen im Anzug noch diese Dinger raushängen lassen hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber definitiv sollte Pekoms hier nicht gezeigt werden. Das sehen wir auch in den Schuhen von Pekoms, die nicht zu den Schuhen passen von einem von beiden Personen, die wir hier auf diesem Cover sehen. Denn die Schuhe von den Personen sind normal gehalten. Vielleicht ist ein kleiner Absatz, aber eben nicht so ein krasser Absatz wie eben der von Pekoms. Und an sich kommen da eigentlich nur zwei Fraktionen zu in Frage für mich persönlich. Also wie gesagt, Germa kann man ausschließen und Pedro und Pekoms sollten es auch nicht sein. Dementsprechend bleiben noch zwei Fraktionen übrig, und zwar zum einen die Blackbeard-Piraten. Diese Theorie gibt es natürlich schon extrem lange, dass die Blackbeard-Piraten auf Whole Cake Island auftauchen. Vor allem ja auch deswegen, weil Big Mom gerade abgereist ist und dementsprechend gerade Whole Cake Island ein gefundenes Fressen ist. Zum einen natürlich wegen den Roponoglyph, wegen unfassbar starken Teufelsfrüchten, wie beispielsweise der Spiegelfrucht von Brûlé oder auch beispielsweise generell wegen dem Territorium, was einem Piraten wie eben Blackbeard extrem viel helfen würde, wenn er eben dieses Territorium von Big Mom für sich selbst beanspruchen könnte. Dementsprechend wäre es möglich, dass diese beiden Personen auf dieser Coverpage beispielsweise Van Oga und Shiryu sind, weil die beiden eben von der Kleidung dazu passen könnten. Jedoch gäbe es noch eine andere Möglichkeit, die nicht unwahrscheinlich ist, für die sogar einige Sachen sprechen, und zwar, es wäre möglich, dass diese beiden Personen, die hier gezeigt werden, tatsächlich Mr. One und Sir Crocodile sind, denn die beiden haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, abgesehen davon, dass wir Sir Crocodile in Kapitel 903 in einem Panel gesehen haben, wo er die Zeitung gelesen hat bezüglich Ruffys Kopfgeld. Abgesehen davon haben wir die beiden das letzte Mal nach dem Marineford-Krieg gesehen und dementsprechend müssten die beiden auch mal wieder eingebaut werden in die Story. Dabei wissen wir von Sir Crocodile, dass er persönlich ein sehr ambitionierter Typ ist. Alabasta war beispielsweise auch nur deswegen sein Ziel, weil er die antike Waffe Pluton auf Alabasta erwartet hat. Dementsprechend wollte er eben diese Waffe sein eigen nennen und dadurch auch Piratenkönig werden. Denn wir haben auch später erfahren, dass es der Traum von Sir Crocodile tatsächlich ist,
eines Tages Piratenkönig zu sein. Und dementsprechend müsste er natürlich auch einiges tun, um einen Einfluss dazu zu gewinnen. Das heißt eben ein Territorium aufzubauen, um Leute zu haben, die für ihn arbeiten. Damit meine ich zum einen Mitglieder und dazu auch Leute, die ihn unterstützen, die zum normalen Volk gehören. Und auch generell, er braucht mehr Kämpfe, um eben stärker zu werden. Das wird Sir Crocodile von selbst wissen. Und er hat auch damals in Chapter 903 die Zeitung gelesen, wo eben drin stand, dass Ruffy einen erfolgreichen Angriff auf die Kaiserin Big Mom hatte. Und auch später in Chapter 925 haben wir von Blackbeard erfahren, dass er davon wusste, dass Ruffy gerade auf Wano Kuni ist und dass Big Mom ihn noch verfolgen wird. Das heißt, dass die Whole Cake Island verlassen wird. Entweder hat er diese Information aus der Zeitung, wovon man möglicherweise ausgehen könnte, weil er auch in diesem Chapter andere Informationen aus der Zeitung eben hatte. Oder Blackbeard konnte sich das Ganze auch einfach nur denken, dass das Ganze so ausgehen wird. Und damit hatte er natürlich auch recht. Dabei, auch wenn Blackbeard extrem intelligent ist, kann man davon ausgehen, dass wenn Blackbeard darauf kommt, dann wird auch Sir Crocodile darauf kommen. Denn Crocodile ist ein extrem intelligenter Typ und dementsprechend könnte er auf die gleichen Schlüsse kommen wie eben auch Blackbeard. Und er würde mitbekommen, dass Big Mom gerade Whole Cake Island verlassen wird. Und wenn man sich gerade in die Sicht von Sir Crocodile hineinversetzt, ist hier eben die Sache, dass er mitbekommen hat, dass Ruffy einen erfolgreichen Angriff hatte auf Whole Cake Island und dass er später mitbekommen hat, dass Big Mom gerade Whole Cake Island verlässt. Dabei ist Sir Crocodile eben extrem interessiert an mehr Macht, um eben eines Tages zu den größten Piraten dazuzugehören, um eben auch möglicherweise Piratenkönig werden zu können. Und dementsprechend wäre ein Angriff auf Whole Cake Island das einzig Sinnvolle für Sir Crocodile. Und auch stärketechnisch sollte das Übernehmen von Whole Cake Island für Sir Crocodile auf jeden Fall möglich sein. Wir wissen definitiv, dass er Mr. One an seiner Seite hat und einige andere Diener sehr wahrscheinlich auch. Möglicherweise auch andere Leute mit Teufelskräften oder generell, die sehr stark sind. Aber wenn wir erstmal nur auf Sir Crocodile und Mr. One schauen, die einzigen beiden von Crocodiles Seite eben, die wir bis jetzt kennen, dann kann man zum einen sagen, dass Sir Crocodile auf Marineford gezeigt hat, dass er unfassbar stark ist. Er konnte beispielsweise Mihawk aufhalten, er hat sich beispielsweise gegen Akainu gestellt und er wurde auch wirklich gut gehighlightet, beispielsweise auch, als er der Erste war, der Ace vor der Hinrichtung gerettet hat. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass Sir Crocodile extrem stark ist und auch viel, viel stärker als damals beim Alabaster Arc. Und Sir Crocodile hat eben die Sand-Logia-Frucht. Dementsprechend kann er eben alles mit Sand erzeugen und auch unter anderem die Flüssigkeit von anderen Personen und von anderen Gegenständen entziehen. Dabei müsste Sir Crocodile, wenn er eben tatsächlich Whole Cake Island einnehmen möchte, definitiv gegen den Stärksten auf Folge kämpfen und das wäre Katakuri. Und wegen der generellen Stärke von Crocodile, weil Katakuri sowieso verletzt sein sollte und auch weil Crocodile die Fähigkeit hat, Gegenständen und Personen die Flüssigkeit zu entziehen, wäre es möglich, dass Crocodile tatsächlich es schaffen könnte, gegen Katakuri zu gewinnen. Denn er könnte eben dadurch die Flüssigkeit von Mochi entziehen und das Mochi hätte eben eine komplett andere Konsistenz und würde komplett anders funktionieren, als wie Katakuri es bis jetzt in seinen fast 50 Jahren immer gelernt hat. Und der zweitstärkste auf Whole Cake sollte zwar eigentlich Cracker sein, den haben wir aber seit seiner Niederlage gegen Ruffy nicht mehr gesehen. Dementsprechend müsste es eigentlich Charlotte Owen sein mit der Hitzefrucht. Und er als der zweitstärkste gerade auf Whole Cake von Big Moms Seite müsste dementsprechend gegen den zweitstärksten von Sir Crocodile kämpfen. Und das wäre eben Mr. One, also Jess Bones. Und bei ihm ist die Sache, dass vor 13 Jahren, als sie gezeigt wurde im Impel Down, da war er im Level 4 drin. Und das Level 4 wird auch als die Flammenhölle bezeichnet, weil es dort eben so unfassbar heiß ist. Und Mr. One war dort eben, bis er befreit wurde, für einige Zeit gefangen und musste in dieser unfassbaren Hitze arbeiten. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass er sich einigermaßen an extreme Hitze gewöhnt hat und deswegen auch möglicherweise einen Vorteil haben könnte gegen Owen. Denn hier wäre auch die Sache, normalerweise ist es richtig, dass Mr. One ins Level 4 des Impel Down kam, weil man erst ab einem Kopfgeld von 100 Millionen Berry in das Level 5 kommt. Allerdings wurde Mr. 2, also Bonchan, in das Level 3 gesteckt, wo nur Leute reinkommen, ab einem Kopfgeld von 50 Millionen Berry. Jedoch lag das Kopfgeld von Mr. 2 nur bei 32 Millionen Berry. Das heißt, eigentlich war sein Kopfgeld zu niedrig für das Level 3, jedoch war er dort drin. Das lag wahrscheinlich deswegen, weil er eben bei einem Samurai der Meere tätig war und dementsprechend wurde sein Kopfgeld eben nicht erhöht. Und auch Sir Crocodile war eigentlich gemessen an seinem Kopfgeld in einem zu hohen Level, denn sein letztes Kopfgeld war, bevor es eingefroren wurde, bei 81 Millionen Berry. Dementsprechend war es niedriger als 100 Millionen Berry und er hätte normalerweise in das Level 4 gemusst, jedoch wurde Crocodile in das Level 6 gesteckt. Also wurden sowohl Mr. 2 als auch Sir Crocodile in ein zu hohes Level gesteckt. Jedoch kann man sich fragen, wieso wurde dann Mr. 1 nicht ins Level 5 getan, also in das nächst höhere Level, weil es eben zum einen bei Mr. 2 der Fall war und sogar Sir Crocodile wurde in ein Level gesteckt, was zwei Level über seinem eigentlichen Level hätte sein müssen. Und Mr. 1 hatte ein Kopfgeld von 75
70 Millionen Berry. Das war dementsprechend nicht unbedingt viel, viel niedriger als die Grenze von 100 Millionen Berry von Level 5. Dementsprechend hätte man ihn auch einfach genauso wie eben Mr. Chu und Crocodile in ein höheres Level stecken können, was aber nicht getan wurde. Dementsprechend könnte diese Flammenhülle von Mr. One, die er erlebt hat, ein Foreshadowing dafür sein, dass er der Gegner von Charlotte Oven werden wird und dementsprechend auch den zweitstärksten von Whole Cake Island bekämpfen wird, ihn besiegen wird. Das gleiche würde dann auch bei Sir Crocodile gelten und dass Sir Crocodile dann, mit dem niemand auf Whole Cake Island gerechnet hat, tatsächlich den Platz von Big Mama so gesehen einnehmen wird oder zumindest jedenfalls ihr Territorium einnehmen wird, wobei alle an Blackbeard gedacht haben. Denn eigentlich, wenn man logisch darüber nachdenkt, genauso lukrativ wie es gerade für Blackbeard ist, ist es eigentlich auch für Sir Crocodile, weil wir auch gerade seine Reaktion gesehen haben, als Ruffy diesen Angriff auf Big Mom beendet hat und das Ganze in die Zeitung gekommen ist. Aber ja Leute, könnt mal gerne reinschreiben, was ihr von dieser Theorie haltet. Lasst ansonsten noch gerne einen Daumen nach oben da, das wäre wie gesagt für euch nur ein minimaler Aufwand. Für mich wäre es aber wirklich eine riesige Unterstützung. Und ihr könnt natürlich noch sehr gerne den Kanal abonnieren, das wäre auch wirklich eine große Unterstützung. Aber ja Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und ich würde sagen, das war's dann auch. Bis dann und ciao.